Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer nächsten Folge von The Witcher. Wir sind hier im Druidenhain angekommen und haben wieder einen Haufen anderer Quests hier, die wir erledigen könnten. Was haben wir hier? Krähenauge, nehmen wir doch gleich mit. Schlammiger Wald. Vielleicht muss ich dahin, um diese komischen Pflanzen zu finden. Ich muss nämlich hier diese Drogenpflanzen finden. Was haben wir hier? Wow! Zeichen Irden. Ihr habt das Zeichen Irden erlernt. Eine magische Falle, die eure Gegner verlangsamt. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite rechts, klickt, um den Zauber zu wirken. Das wissen wir schon. Super, vielen Dank dafür. Hier, der nächste Druide, der genauso aussieht wie alle anderen. Über den Magierturm. Es wogt Macht in seinem Inneren. Hat es denn schon jemand? Viele. Doch weder gemein und ihr? Im Sumpf sind euch vielleicht alte Steine mit seltsamen Symbolen darauf aufgefallen. Beim Turm? Seht doch, das sind sehr alte, wisst ihr, fragt die dem wird. Das ist genau das gleiche, was der Typ vorher gesagt hat. Diese Inzuchtleute, die alle gleich aussehen. So, ich muss mich jetzt hier dem Typen zuwenden, der sich um diesen alten Baum kümmert. Laut dem einen anderen Alten. Was gibt's? Soll der irgendwas wissen? Soll der hier was haben, meine ich? Hier diese Pflanzen, meine ich. Pimentwurzeln? Wie hieß denn das hier? Buschelkrautblüten. Kauf ich. Das sind die. Das brauchte ich, glaube ich, auch. Balissafrucht? Nee. Wolfsbann. Krähenauge? Nee. Aber für 15 Tacken ist das okay. So, apropos Quest. Ich würde gerne wissen, wie viel ich hier sammeln muss. West. Blumen. Büschelkraut ist ein weiteres und seltenes Kraut. Zeig mir mal. Hier hinten Büschelkraut. Nur noch zu der einen Stelle, okay. Ja, und dann gucke ich mal, ob ich hier in diesem komischen Sumpf hier vielleicht noch irgendwas Neues finde. Irgendein Riesenvieh, was mir sofort den Arsch aufreißt. Vielleicht kommen wir sowieso nicht lang. Was ist das? Ach so, das sind irgendwelche Blätter. Okay. Was jetzt? Aha. Hol doch mal dein Schwert raus. Na komm. Vielleicht hat er Glück und kann. Das Zeug durchhalten. Also kaum bin ich außerhalb des Hains, schon greifen die mich hier alle an, oder was? So. Sind's jetzt genug? Ich hätte ja gerne das Zeug von denen. Hier. Weil, vielleicht haben wir Glück und kriegen noch mehr Geld für diese Fälle. Das wäre nämlich sehr schön. So, wo kommen wir hier hin? Aha. Kommen wir hier eigentlich rüber? Marschland. Neue Region. Das Marschland wäre dann. Oh, was sehe ich denn da hinten? Was ist das? Ach so, Ertrunkene. Okay. Ertrunkene gehen ja noch. Komisch, hier komme ich nicht aufs Wasser, wenn ich auf diesem Steg bin, aber kaum, dass ich hier runtergelaufen bin, komme ich doch hin. Also ich finde, das ist ja mal ehrlich. Das ist so nicht. Oh, nee, das will ich nicht haben. Nee. Ich habe jetzt keine Lust hier, die Leute alle umzuklatschen. Oder umklatschen zu müssen. Das muss nicht unbedingt sein. Hier haben wir eine Ruine. Boah, schaut schon wieder. Ach. So, wo müssen wir? Da sind wir schon richtig. Ach, gucken wir hier. Na.
Ne. Gruppen. So, ich hoffe, es bleibt hier nur bei diesem Einfliegen. Hallo. Hallo, wie war das jetzt hier mit diesem Trank hier nochmal? Ja, okay, wo sind sie? Ach, die sind jetzt hier so schon verreckt oder was? Ja, schreck ich mich hier, scheiß Vieh. Brennt er jetzt nicht? Scheiß Vieh. Ach, da hinten ist ein umgestürzter Turm. Und da ist eine Pflanze. Ich glaube, da ist es die wir suchen. Alter, scheiß Viecher. Genau die ist es. Und schon wieder irgendwelche ertrunkenen Viecher hier. Ich versuch's mal mit Silber, vielleicht wird's damit besser. Nun kill doch mal die Viecher hier. Na, Hallo. Geht doch. So, ich will jetzt hier nicht alle killen. Aber die Leichen, die muss ich untersuchen. Jägersleichnam. Ein Saphirring. Und Soldatenfiesel. Vielleicht hat die Frau ja auch noch was für mich. Oh, jetzt geht's auf einmal ganz schnell. Aha. Okay. Geld, 10 Tacken. So, 810 Tacken brauchen wir nur noch. Ja, da waren wir ja schon. Die haben wir ja eingesammelt, aber hier sind noch mehr. Die will ich natürlich alle mitnehmen. 1, 2 und dann noch einer. Aha. 1, 2, 3, 4. So viele brauchte ich also nicht. Ich habe jetzt mehr, als ich eigentlich haben müsste. Ja, jetzt sterben die auf immer ganz schnell. Komischerweise. Na, das ist noch so ein ertrunkener Heino. Was? Ah, jetzt muss ich den hier natürlich Dingsen hier fest abgeben. Ich würde einfach gerne mal wissen, ob es da noch irgendwas zu entdecken gibt. Ja, nun komm. Konzentration. Komm. Ja, die wirst du ja wohl hinkriegen. Geht doch. Super. So, und da kommen wir bestimmt irgendwann nicht weiter. Guck mal, hier haben wir. Aha. Ach, hier war. Von hier komme ich ja. Genau. Und da lang. Wie Weiberninsel. Ach du Scheißendreck. Da sind Weibern. Brauche ich das? Brauche ich da irgendwas? Nee, ne? Ach guck mal, da gibt's ja noch irgendwas, was leuchtet. Na denn. Auf. War hier nicht gerade. Ach hier. Ihr habt einen Ort der Macht gefunden. Ritual der Macht durchführen. Hab ich.
So, was bringt mir das jetzt? Charakterstufe 13, Erfahrungspunkte, Schwalbe, Ritual der Magie, Zeichenintensität erhöht. Das ist eine geile Scheiße. Aha. So, jetzt haben wir, glaube ich, so ziemlich die ganze Karte aufgedeckt, vielleicht, glaube ich. Und jetzt werde ich mal bei dem wieder alles abgeben. Ja, komm, geht mir nicht auf den Tee, Leute. Hier gibt es, glaube ich, auch nichts zu holen. Oder? Gibt's hier was zu holen? Ich laufe einfach mal. Wo war ich jetzt? Da bin ich. Und ich muss dann einfach nach links, aber das geht, glaube ich, nicht. Muss ich jetzt, da ich weiß, jetzt, dass diese Dorfbewohner diese komischen Wassergötter anbeten, hier komme ich nicht durch, muss ich zu den Dorfbewohnern wieder oder muss ich zu irgendwelchen Objekten mit... Huch. Das kann ich jetzt nicht mehr sammeln, weil ich jetzt alle habe. Naja. Oder muss ich jetzt zu irgendwelchen Objekten mit irgendwelchen komischen Zeichen dran und an denen irgendwie rumfummeln. Ich weiß es nicht. So, wo waren wir? Da. Ja, da muss ich hier wieder raus. Ach, hallo. Lauf doch mal, Geralt, komm. Geh mir auf den Keks und lauf einfach. Halt. Nach rechts muss ich da lang. Genau. So, jetzt kann ich diese Pflanzen hier nicht mehr sammeln. Ich könnte auch noch mehr Kohle machen, weil ich noch mehr Pflanzen sammeln würde. Oh, jetzt bin ich hier wieder mit diesem Kalkbrenner-Dings hier, oder was? Einsame Hütte. Hier kann ich nicht holen. Hier kann ich nicht holen. Der alte futtert hier. Ach, das ist doch das Haus von dem Vogel hier. Ihr seht. Nee. Auf Wiedersehen. Den habe ich ja erstmal leben lassen. Na, dann wollen wir mal wieder raus. Hier bin ich bei diesem alten Vollpfosten hier, ne? Mit dem konnte ich jetzt nicht handeln, also habe ich jetzt hier auch nichts weiter gemacht. Hier war das. So, wo muss ich jetzt? In welche Richtung war das? Ne, nach. In diese Richtung muss ich. Komme ich ja eigentlich das Dach. Ne, auf das Dach komme ich nicht. Da geht's nicht lang. Boah, aber da ungefähr in die Richtung muss ich. Ach, immer dieses ewige Gelaufen. So, jetzt eigentlich quasi fast nur noch geradeaus. Was haben wir denn hier? Ach, hier, das ist diese... Ach, ist wieder eine Leiche, ne? Was haben wir hier? 1-7. Ja, komisch, dass ich diese Gegenstände nicht einfach so mitnehmen könnte. Die könnte ich gut verticken. Da könnte ich ein bisschen Geld verdienen, aber nee. Das will ja das Spiel nicht. So. Fast da. Sind wir wieder bei den Deppen? Im Deppendorf? Bong. Und Kinder. Drillinge haben sie letztens, hier gehabt. Wenn ich irgendwo einen Schal finde, den ich kaufen kann, sagt mir Bescheid, Leute. Dann kaufe ich den Schal für die Alte hier. Für die Frau. So. Hier ist er. Glaub Wer möchte ich. Übersetzen? Hier. Ha, braucht ihr ein Boot? Was wollt ihr? Kohle. Yaren lässt schöne Grüße bestellen. Ich habe die Kräuter. Endlich. Ich hab schon gedacht, es wird nichts mehr. Hier. 5 Büschelkrautblüten. Wie abgemacht. 400 Orens. Wow. Und schöne Grüße an Yaren. Gewiss doch.
Was wollt ihr? Wohin fahrt ihr? Von Vizima zu den Sümpfen und wieder zurück. Ja, tschüss. Wir sehen uns noch. Ich will nämlich erstmal gucken. Quest aktualisiert. Ich will nämlich wissen, ob ich jetzt hier im Sumpf nicht noch irgendwas machen könnte. Ja, das habe ich gemacht. Warte mal. Ich gab die. Achso, jetzt muss ich wieder zu Jahren laufen. Okay, dann laufe ich wieder zu Jahren. Ja. Jetzt muss ich wieder zu Jahren latschen. Kann ich eine Abkürzung nehmen? Bestimmt nicht. Oh, was hat er hier gesagt? Weiße Myrte, nehme ich mit. Ich glaube, damit kann man Heiltränke kaufen, aber das. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, weiße Myrte, da braucht man. Weiße Möwe braucht man, glaube ich, diese Myrte. So. Dann wollen wir mal. Zu Jahren. Vielleicht kriege ich dann noch mehr Kohle. 4590 habe ich jetzt. Von 5000. Okay. Komme ich hier gerade aus rüber zu diesem Lager vielleicht, dass ich mir was abgeben könnte hier. Ja, sieht gut aus. Ich muss hier einfach nur durchrennen. Hier sind Ertrunkene. Noch mehr Ertrunkene. So. Bin ich fast da hier. Muss ich die Tacken hier abgeben. 400 Tacken. Für den kleinen Knirps hier. Sprecht. Der Fährmann hat mich für die Kräuter bezahlt. Der Fährmann hat mich für die Kräuter bezahlt. Wurde auch Zeit. Hier ist euer Anteil. Hier ist euer Anteil. Ich bin ist ein wahres Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen, Hexer. Gleichfalls, Yaren. Sprecht. Habt ihr wohl Arbeit für einen Hexer? Passt auf. Ungeheuer machen die Route nach Vizima unsicher. Und dieses Fischvolk macht mir auch das Leben schwer. Ihr wollt also, dass ich die Straße frei mache und die Wodja neu vertreibe? Ja. Die Vorräte werden knapp. Probleme? Beschreibt nicht annähernd, was uns erwartet, wenn ihr sie nicht bald vertreibt. Ich werde euch großzügig entlohnen. Könnt ihr mir mehr über diese Ungeheuer erzählen? Überwiegend Ertrunkene, Bloizuiger und Echinopse. Wo finde ich diese Fischleute? In der Nähe des Ziegelbrennerdorfs, aber nur nachts. Sollte kein Problem sein. Wenn er die nur nachts sieht. Ja? Warum läuft er denn nicht einfach am Tage da lang, wenn die nicht da sind? Ich muss Ungeheuer töten. Mach ich. Einmal hier und einmal da. Okay. Dann mache ich das. Hey, paar Ungeheuer klatschen. Da leuchtet wieder eine Runde was. Ich muss die Ungeheuer töten, die Straße blockieren. Und mich so schnell wie möglich um das Problem mit dem Wodja neu kümmern. Vielleicht sollte ich mich mit diesem Problem an Vaska wenden. Okay. Okay, Vaska ist hier hinten gewesen. Wie satt? Vaskas. Gut, dann mache ich erstmal dieses Vieh da unten und dann gehe ich zum Vaska. Okay. Hier lang. Da lang. So, zwei von denen haben wir noch. Aufgeladen. Ey! Oh, was? Was ist denn das hier? So.
Feuer hilft ganz gut bei den Viechern. Boah, die können ganz schön austeilen. Boah, ach so, die explodieren, wenn die verrecken. Alle klar, alles klar. So. Ich töte ein paar Blödsucker, ich sollte die Kreaturen, die Holzkörner moderieren. Ja, okay. Dann gehe ich erstmal zu Vaska. Was kriege ich hierfür eigentlich? Kristalle. Und Blut. Ja. Okay. Wo ist Vaska? Vaskas Hütte. Kann ich das markieren? Warum kann ich das nicht markieren? Oh. Ach, Quatsch. So. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Aha. Ich finde gerade die Taste für... Ja. Ah, du solltest hier... Geralt. So, komm. Okay, da ist noch einer. So, komm hier. Kann ich hier nichts einsammeln? Nein. Was ist das eigentlich, was da dran hängt? Bei diesen Ischinupsen? Gut, fest aktualisiert. Ich habe Ischinupsen gehört. Ich sollte Kreatur. Was sollte ich? Ich habe, ich sollte an, alle Kreaturen töten, die Holzfäller bedrohen. Quest auf der Karte verfolgen. Zeige mal. Wo bin ich? Da. Jetzt muss ich da unten. Zu diesem Altar, aber vorher werde ich zu Vaska. Genau. So, jetzt kommen die Holzfäller wieder ordentlich durch hier. Wir kriegen hoffentlich die dicke Kohle für unsere Rüstung. Denn das ist neben dieser Berenga-Geschichte das einzige, warum wir das hier eigentlich machen. So. Da ist er. Die Hütte der Dame. Das müsste die Hütte sein. Ja. Hoffe ich. Ist es die? Ist da jetzt Vaska drin? Nee. Hier ist niemand drin. Dann habe ich mich wohl in der Hütte geübt. Komme ich hier hoch? Nee, komme ich nicht, oder? Ich versuche es. Da komme ich aber nicht hoch, ne? Nee. In zukünftigen Spielen wird es funktionieren. Ja, Vaskas Hütte steht da sogar dran. Ja. So, wo ist er? Jetzt muss ich hier rumrennen und die Vaska suchen. Ja, was? Nicht, dass sie entführt wurde. Aber das ist die hier, ne? Ja. Ein Reisender aus fernen Ländern. Er hat etwas verloren, das er jetzt sucht. Wie darf ich euch nennen? Vaska. Ich bin die Dorfälteste. Geralt. Hexer. Welchem Broterwerb gehen diese Dörfler nach? Wir bauen Ton ab und stellen Ziegelsteine her. Ich sehe niemanden arbeiten. Schwere Zeiten. Sagt, was machen Hexer? Wir lösen Probleme. Wollt ihr etwas fragen? Ja. Ist ein anderer Hexer namens Berenga hier gewesen? Er hat andere Fragen gestellt. Nach dieser Alchemie. Der Alchemist Kalkstein muss ihn geschickt haben. Dann fanden wir in einer Tongrube seine blutbefleckte Ausrüstung. Danke, Vaska. Weißhaariger. Dort waren Kampfespuren und sie stammten nicht von Ungeheuern. Er wurde von Menschen angegriffen. Hütet euch vor den Feuersalamandern und Trockenen.
Ich brauche euch lebendig. Habt ihr hier ein ungeheuer Problem? Oh ja. Kreaturen haben sich in den Tongruben eingenistet. Wie sehen sie aus? Als wären sie ertrunken und auferstanden. Ertrunkene. Ich kann sie beseitigen. Wir sind arme Leute. Ich kann nicht mehr als 50 Orens zahlen. Ach, für dich mach ich da kostenlos. Das genügt. Wo sind sie? Geht zum Landungssteg, aber nehmt an der Gabelung die andere Straße. An deren Ende findet ihr unsere Peiniger. Jo. Aber nur nachts, ich bin noch nicht fertig. Wollt ihr etwas fragen? Ja, warum musst du, alte Frau, hier eigentlich die Wäsche noch waschen? Das können doch die jungen Leute machen. Guck mal, da gibt es hier noch Leute, die hier rumstehen. Faulen Säcke. Ich möchte etwas über den Turm im Sumpf erfahren. Wie ein Schwert durchtrennt ihr den Schleier des Verborgenen. Der, den sie Großväterchen nennen, kann eure Neugier befriedigen. Ich muss stillschweigen, bis die rechte Zeit gekommen ist. Was ihr nicht sagt. Wollt ihr etwas fragen? Den Großväterchen, den hatte ich ja schon mal gefragt, glaube ich, hab aber schon wieder vergessen. Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ihr seid uns gnädig gewesen. Doch ich täuschte euch. Ich kann euch kein Geld bieten. Kein Problem. Doch ihr könnt nicht ohne Belohnung gehen. Nehmt dieses Amulett. Das ist Kesat. Das Symbol der Gnade. In Ordnung. Ja. Seid gesegnet. Jetzt können wir die Ankunft der Götter vorbereiten. Ja, wer sind diese Götter? Wir beten sie an und empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein. Die Vodjanoi. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Ja, okay. Kommt später wieder. Was? Tongruben. Ich muss Tongruben gehen und blabliblub. Quest abgeschlossen, Tongruben, ja. Ich habe Aufgabe abgeschlossen, ja. Noch was? Nee. So, wo ist denn jetzt dieses Amulett? Also hier, das kann ich verticken, den goldenen Ring, den Ring kann ich verticken. Gibt das Gold? Ich brauche ja Kohle, ich muss die 5000 zusammenkriegen. 610 brauchen wir noch. Wo ist das Amulett? Haben wir hier noch was? Teleportationskristall? Ziel unbekannt. Ja, das war bestimmt Vigima oder so. Schlüssel? Sieht boxgleich aus. Interessiert mich gar nicht. Wo ist denn da nachts hin? Ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt hier nur dieses Amulett? Ich will mir das mal angucken. Bestienleber. Büschelkräuter. Naja. Berengar ist hoch. Berengar ist tot. Berengar ist tot. Ich werde Wesemir bei unserem nächsten Treffen eine traurige Nachricht verkünden müssen. Ach so, ja, stimmt. Das hat ja die Frau gesagt. Die wurde angegriffen. Der wurde angegriffen oder so. Ich folgte der Spur aus Salamanderleichen und fand an den Ort, an dem Berengar sein letztes Gefecht hatte. Wie es scheint, hat er sein Leben teuer verkauft. Wenn ich Wesemir erneut treffe, werde ich ihn töten. Ach, war das einer der Leute, die ich da gefunden habe, oder was? Sein Gewicht in Gold wird. Ich erklärte mich bereit, ihr wie einen Brief zu lieben. Ja, okay, Vivaldi, das ist die Vivaldi-Geschichte. Jetzt muss ich aber erstmal hier nach unten. Zu diesem Altar. Ne? Muss ich da jetzt nachts hin? Vielleicht? Oder nicht? Oder muss ich die da abschlachten? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder kann man mit denen reden? Das wäre mal die einfachere Lösung, einfach mal mit den Leuten zu quatschen. Hier brennt's schon wieder? Oder immer noch? Ich weiß es nicht. Ups, die muss ich nachts hin, ne? Nieswurzblüten. Enthält folgende Substanz. Erderuhe, Doppelklingen. So, geklaut. Sie wollen Blüten haben oder was? So, gibt's hier irgendwo ein Lagerfeuer?
Das muss ich denn hier machen? Was muss ich denn machen? Nee. Al-Ghul-Vertrag. Ich muss Kaltschein, die Form von drei Al-Ghul sein. Ich muss drei Synapsen mit sich stecken. Ah, Synapsen muss ich auch noch killen. Ich kenne jetzt die Grundlagen Pokerspiels. Schmied, Faustkampf. Soldan. Selvaden. Ja, okay. Ich werde den Fall weiter bearbeiten, wenn ich. Ja, okay. Ja, das weiß ich. Ja. Ich habe was. Ach man. Also muss ich hier wirklich nachts hingehen oder was? Hier, die Mürre hat Mürre hatte ich schon. Kann ich hier nicht vielleicht irgendwo ein Lagerfeuer? Hier so direkt vor mir. Na Mann. Wo ist denn hier so ein Lagerfeuer? Ah, naja, gut, okay. Wenn hier auch direkt ein Lagerfeuer ist, quasi, wo ich jetzt nicht direkt hinkomme, sondern nur durch Umwege, dann muss ich da mal hin. So, arbeiten können sie ja jetzt da wieder. Hat ja vorher keiner mitgekriegt, dass sie da tot sind. Gut, gut, gut. So, hier Lagerfeuer. Genau. Wo ist es? Ein neuer Kunde? Nee. Wo ist denn... Wo kann ich denn jetzt hier... Wo ist denn... Ich suche ein Lagerfeuer. Ich will doch nur pennen. Kann ich hier was rausziehen? Nee. Hat der hier sein Lagerfeuer? Hier. Guti. Bis nachts. Komm. Bing. Oh, wir haben bald Level. Wieder eine Stufenaufstieg. Dann kriegen wir hier wieder... Erfahrungspunkte. Also ich meine hier so eine... Punkte, die ich verteilen kann. Ja. In Igni. So, jetzt versuchen wir mal wie unser Glück nachts. Unbekanntes Kraut. Ich kann das Kraut nicht sammeln, weil ich das nicht kenne. Ja, gut. Ich bin hier, glaube ich. Ach, da ist es. Ja. Was sagst du? Einmal das. Und wo hatte ich denn die Blume? Ich hab da hier so eine Blume geklaut. Oder? Hier so. Hier so. Wollt ihr haben? Ah, hier. Niesfurzblüten. Nee. Nicht alle. Eine. Und was haben wir hier? Gut. Okay. Wohl. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich hier machen muss. Ich glaube, ich musste da mit der Alten irgendwie quatschen, oder? Tja, dann bleibt mir nicht an und ruhig. Hm.
Gut. Nur ist der Alten nicht so gefallen. Aber gut. So. Jetzt habe ich alles. Okay. Ich musste den einfach nur abklatschen. So. Ich tötete den Vodian vor dem Holzfäller, sollte Angst hatten. Ich muss die Straße zu den Felden freimachen. Ja. Habe ich gemacht. Und nun? Ach du meine Güte. Das muss ich die Fischer ja auch noch machen. Gibt's hier noch mehr? Hallo? Nee, guck mal. Die Karte wurde aktualisiert. Ich folge jetzt einfach mal der Karte. Nee, 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 nee. So. Okay. Ja, fast da. Okay. Hier. Wo sind sie? Kann ich sie... Ne, ist unbekannt. Ja, ich hab das doch... Ich hab die doch geklatscht hier. Wo muss ich jetzt hin? So. Wo sind sie denn? Ist die Quest kaputt? Weil ich die kaputt gemacht? Sieht so aus, ne? Tolle Wurst. Was haben wir hier? Ungeheuer, Ungeheuer, Ungeheuer. Da kommen einfach keine Fischer mehr. Das ist doch doof. So. Okay. Ich sollte Jaren Bolt gehen. So, ach, jetzt habe ich doch alle schon getötet. Jetzt kann ich zu Jaren Bolt gehen. Ach. Naja, denn. Dann gehen wir mal zu dem hin. Ach, guck mal, was leuchtet denn da so schön? Ein Ach, das ist wieder so ein Ort der Macht, ne? Da haben wir doch die eine Folge beendet. Ritual der Macht durchführen. Habe ich gemacht. So, Map. Genau. Da muss ich hin. Zu Jaren Bolt. Zum kleinen Holzfäller-Zwerg. Kriege ich hier vielleicht genug Kohle, dass ich hier ein bisschen mehr eine ordentliche Ausrüstung. Rüstung, nicht Ausrüstung. Kaufen könnte. Und dann ist gut. Ach, guck mal, hier ist er. Sprecht! Ich habe die Straße zum Landungssteg freigemacht. Sie ist sicher. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Was ist mit den Fischleuten? Ich habe einen am Altar getötet. Sie werden die Botschaft verstehen. Eure Belohnung, Hexer. Wie viel? Wie viel? Wie viel? 400 Tacken. Naja, gut. Okay. Ist schon mal nicht so schlecht. Stufe aufgestiegen. Yeah. Das werde ich auch gleich machen. 210 brauche ich noch, ne? Button. Fest. Wird mir jetzt nicht angezeigt oder was? Egal. So, ich werde mir jetzt erstmal eine Mütze Schlaf reindrücken. Yeah, baby. So. Und zwar bis zum nächsten Morgen. Wir haben immer noch nur 3 Kupfer. Und ich werde mal ein bisschen... Kann ich hier was investieren? Ja. Schmerz. Schmerz. Schaden. Mache ich. Geblendet. 2. Und jetzt vielleicht woanders noch was. Hier habe ich Schaden. Und Stahl. Gut, das reicht. Hm.
So, damit waren wir schon wieder zumindest am Ende dieser Aufnahmesession. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen wieder mal und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was ist das? Aha, noch eine Feuerstelle. Aha, gut. Und wir sehen uns dann, ne? Bis dann. Ciao.